Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 2 Remake. Wir sind mit Claire im Nest, haben Sherry irgendwo in ein blutiges Bettchen gelegt und werden jetzt ID-Armband, das kennen wir schon, und werden jetzt versuchen, ein Heilmittel für sie zu finden. Aber vorher werde ich versuchen, mein Inventar zu managen. Brandgranaten lege ich mal ab. Da haben wir jetzt 3 Stück momentan, ja, die muss ich mir gut einteilen. Moment mal, kriegt man nicht noch einen Flammenwerfer? Ne, ihre Version vom Flammenwerfer ist das Elektroschockgewehr. Ich glaube, eine neue Waffe kriegen wir nicht mehr. Schade. Schade. Dann müssen es wohl die Säuregranaten tun. Speichern wir mal. Die Brandgranaten sollte ich mir nämlich vielleicht wirklich für ein weiteres Treffen mit Chi aufheben. Das kennen wir auch schon vom Hauptspiel. So, sie ist jetzt hier drin. Was ist denn das da? Main Chef. Da kommen wir nicht hin. Gäste haben keinen Zutritt. Ich bin Gast, verdammt. Wäre ich mal lieber kein Gast, wenn er sich zutritt. Ich wurde nie eingeladen. Ich bin quasi ein Einbrecher. Habe ich dann Zutritt? Sie hat nur gesagt, Gäste haben keinen Zutritt. Sollte ich der KI sagen? Dann sagt sie, Logikfehler, Neustart initiiert. Und dann explodiert sie. Dann habe ich gewonnen. Scheißdreck. Er ist wirklich tot. Na gut. Und wartet hier ums Eck irgendwo einer, dass sich gleich auf mich stürzt? Oh, gleich mehrere. Uiuiui. Unsere Mühe ist, basierend auf unserer aktuellen Höheforschung und ihrem Nährstoffbedarf zugeschrieben. Wie ist denn die unter die Leiche gekommen, die sie gerade gegessen hat? Oh! Mistgranatenverschwendung. Hätte ich mal lieber was anderes ausgerüstet. Lendgranate hätte es auch getan. Oder das Messer. Ah, und noch eine Granate. Na dann. Puh, ist eine Fliege in meinem Zimmer. Ist mir gerade vorm Mund vorbeigeflogen. Ich habe es gespürt. Wenn ich nur den Wind hauche. Mensch, ihr Munitionsschwämme. Ich hätte vielleicht nicht beide gleichzeitig aufwecken sollen. Ja, da hinten lebt auch noch. Neben dir ist gerade eine Granate explodiert. Was ist mit dir los? Ich glaube, der ist tot, oder? So lustig sterben die sonst nicht. So, jetzt ist aber hoffentlich gut hier. Mensch, waren das viele. Habe ich schon auf den geschossen? Okay. Oh, hier liegt noch irgendwo Pistolenmunition. Oder ist das auf der anderen Seite? Ja, da komme ich jetzt noch nicht hin. Aber da hinten liegt noch irgendwas. Nachladekartusche. Ah, fürs Elektrogewehr. Hier Elektrogewehrschuss. Oder sind die fürs Elektrogewehr? Das sieht irgendwie komisch aus. Ich denke schon. Genau, fürs Elektroschockgewehr. Okay, gut. Das hat ja gegen die Chis echt sehr gut geholfen. Vielleicht ist das auch was, das ich mir für die Chi-Endboss-Kämpfe aufheben sollte. Könnte ich mir vorstellen. Dass das rockt, das Ding. Vor allem, wenn er, also wenn er gelähmt ist, wenn ich, während ich auf ihn ziele. Wenn er nicht gelähmt ist, das wäre eine ultimative Multiplayer-Waffe. Einer lähmt ihn, der andere holt die Magnum raus. Merkt, dass er keine Munition mehr hat, läuft schnell weg und lässt den, der ihn gerade lähmt, einfach stehen. Der sagt dann, hallo? Hallo? Perfekt für den Multiplayer. Oh! Du Scheiße! Okay,
Okay, Claire, ich glaube, er ist tot. Wirklich, der zuckt so. Na, passt schon. Okay. Schlüsselkarte Nummer 2. Brauchen wir die erste nicht mehr. Mehr Brandgranaten. Nein, mein Inventar ist voll. Wofür ist ein Taschen-Upgrade drin, zufällig? Nee, oder nix. Nix ist auch okay. Moment, ist das die Batterie selbst? Mist, die brauche ich nämlich. Na gut, ist ja wurscht. Ich habe jetzt quasi gerade die Abkürzung geöffnet. Kann quasi schnell zurücklaufen, ins Inventar ausleeren und dann wiederkommen. Eigentlich kein Problem. Habe ich da gerade Zombie-Geräusche gehört? Jetzt wird es aber her hinter wir fahren. Her wie hint. Dr. Lee, Chief Cartwright, erfordert dringend... So, weg damit, dann weg damit und weg... Ah, warte mal, können wir... Ich habe doch noch irgendwo... Habe ich nicht noch Schießpulver irgendwo? Genau. ...9mm... Ich glaube, ich will keine 9mm Pistolenmunition mehr herstellen. Ich glaube, das heben wir uns mal auf. Ich könnte noch die restliche MP-Munition mitnehmen. Im Ostbereich... Der Ostbereich kann mich auch mal. Ich muss noch mal zurück. Bip, bip. Der Nap Room. Nee, das ist gar nicht die Batterie, oder wie? Hm. Ich dachte, das ist schon die Batterie, aber dann müssen wir, oder können wir zumindest hier später mit der Batterie nochmal herkommen. Wo kriege ich denn da die Batterie her? Na, das weiß ich nicht mehr. Ist auch wurscht. Ist nicht so wichtig. Das hätten wir also erstmal. Dann können wir jetzt schon in Gebiet 2 gehen, da hinten. Aber vorher gehe ich hier nochmal kurz speichern. Weil man kann nie oft genug speichern. Außer, wenn man Farbband benutzen muss. Dann kann man oft genug speichern. Main Shaft. Ja, hallo. Du bist der Inhaber der Batterie. Aufnahme. Zielperson bewegt sich. Westbereich. Versucht wohl das Chi-Virus und das Antivirus zu holen. Hier Ghost, verstanden. Rendezvous an Punkt W3, Roger. Hier Alpha, Zielgebiet erreicht. Warte auf Zielperson, verstanden. Hier Alpha, Sichtkontakt mit Zielperson. Er wird den Safe öffnen, Roger. Erwarte Signal, Chi-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit uns. Also, ist das Antivirus im Westbereich? Ja, also wissen wir doch gar nicht. Das könnte entfernt worden sein vom Westbereich. So, gehen wir zum 100. Mal nochmal hier lang. Diesmal mit Batterie. So, jetzt müssen wir die Batterie erstmal auf OSS tunen. Tada! Du musstest nur kurz kickstarten. Ah, Inventar-Upgrade. Ich liebe dich. Zombie. Weißt du was? Ich lass dich einfach liegen. Ah, wie ein kleiner Frosch. Wayne Lees Notiz. Mein Gott, Blut überall. Das kennen wir schon. Das haben wir schon gelesen. Ich werde nicht sterben. Ich werde ein unsterblicher Zombie. Trotzdem danke für dein Armband, Wayne Lee. Sehr freundlich von dir. Mach's gut. Danke für den Fisch. So, aber jetzt.
Aber jetzt. West Area. Brauchen wir natürlich ein höheres Sicherheitslevel, deswegen müssen wir erst in die East Area. Die Pflanzen Area. Die Pflanzen Area 51. Nee, 02. Motten. Echt schade, dass es die Riesenmotte nicht geschafft hat, den Remake. Immer wieder finde ich das schade. Heilkraut. Ja, yeah, Schießpulver, das ist gut. Ich habe doch extra die großen nicht benutzt. Komm mal her. Was wird da gleich nochmal draus? Mehr Säuregranaten wahrscheinlich, oder? Ne, auch 9mm Pistolenmunition. Moment mal, aber irgendwie... Naja, mal schauen. Wenn ich mal dringend 9mm Pistolenmunition brauche, habe ich die noch im Koffer. Passt schon. Speichern wir hier mal kurz, wenn wir hier schon eine Schreibmaschine haben, ne? Speichern wir auch. So, das Blöde ist jetzt, dass bei den Pflanzenzombies, glaube ich, wirklich nur Feuer hilft, um die endgültig zu besiegen. Da ist natürlich Leons Flammenwerfer Gold wert. Ich habe zwar mit ihr Feuergranaten, aber ich habe halt momentan nur 3 Feuergranaten. Das sind ein bisschen wenig Feuergranaten. Aber ich würde die Pflanzenzombies schon gerne killen, endgültig killen. Aber das können wir jetzt mit ihr, befürchte ich, nicht so leicht. Gehe ich nochmal zurück, weil unser Inventar ist erstens total voll. Achso, Quatsch, ich habe zusätzliche Plätze. Dann gehe ich noch nicht zurück. Dann gehen wir jetzt weiter. Und jetzt schauen wir mal, wie Säure gegen die wirkt. Oder? Komm her, du bist unser Versuchskaninchen. Ich meine, Säure könnte die doch theoretisch auch ziemlich niederbrutzeln. Ja, der ist alles andere als tot, befürchte ich, aber zumindest mal ein bisschen... außer Gefecht gesetzt. Ja, wenn ich mich hier noch an die Kennwörter erinnern könnte. Das wäre echt voll praktisch. Aber das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, es war komisches Z, das Ida und 2. Mist, das sind 4-stellige. Na dann. Dann wohl nicht. Lösung wird zerstört. Das ist eine gute Idee. Gießen wir die Pflanze. Vielleicht können wir sie damit besänftigen und sie akzeptiert uns als Freund. Wahrscheinlich war sie so kurz vorm Austrocknen. So kurz. Ich lasse das rote Kraut hier jetzt mal stehen. Weil wir nicht so viel Inventar haben. Noch eine Granate, warum denn nicht? Das können wir jetzt noch nicht benutzen, ne? Genau. Da ist das Passwort ZI irgendwas. Zirgendwas. Kann man Brandgranaten überhaupt craften? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht so genau. So. Das muss ich mir merken. Z-Doppelpunkt. Ich muss danach nochmal gucken. Z-Doppelpunkt F2. Z-Doppelpunkt F2.
Na, war das das? Ich weiß es nicht. Z Doppelpunkt F 2. Error. Dann war es das. Okay. Ich meine, die Leiter ist unlocked. Befürchte ich, dass die beiden Pflanzis wieder aufstehen und wütend sind. Inventar, wie siehst du aus? Na, nicht gut genug, dass wir einfach das Kraut mitnehmen. Warum habe ich eigentlich die Elektromunition nicht abgelegt? Kann mir das mal einer erklären? Schätze nicht. Okay, neue Karte. Neues Schießpulver. So, aber wenn ich die beiden jetzt kombiniere, dann kriege ich auch wieder ganz viel 9mm Munition, ne? Ich glaube, die werde ich jetzt dann mal herstellen, um Platz im Inventar zu schaffen, befürchte ich. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Oh shit, der Raum. Ah, ist der bei Claire genauso krass wie bei Leon? Weil dann habe ich jetzt ein bisschen Angst. Ganz ehrlich. Das sind noch 5 Säuregranaten. Gut, ich habe ein paar echte Granaten. Die könnte ich mal ausrüsten vielleicht. Erstmal die da wecken. Erstmal die Horde wecken. Wisst ihr, was ich mache? Ich hätte gehofft, dass da vielleicht mehr leben. Weil wegen 2 war das jetzt ein bisschen Verschwendung. Aber andererseits... Ah, Säuregranaten. Ja, die könnte ich brauchen. Verdammt. Und wenn ich das kombiniere mit dem, dann kriege ich mehr Säuregranaten. Das ist gut, weil das spart noch mehr Platz. Die kann ich jetzt nämlich hier oben mit dem kombinieren. Und ich habe Säuregranaten. Außerdem habe ich Brandgranaten. Das heißt aber jetzt, dass ich die laden werde, weil wenn da vorne wirklich gleich 2 Licker kommen, bin ich froh, wenn ich die anzünden kann. Jetzt müssen wir hier mal die Batterie nochmal feintunen. Auf URF muss die gestellt werden. Tada! Das ist sehr gut, weil wenn mich nicht alles täuscht, ist da hinten ein Speicherraum mit Kiste. Das nimmt den Druck ein bisschen von einem. Messer, ja, ich weiß, Inventar voll, aber schön. Schön, dass hier eine Kiste ist, da können wir ein bisschen Inventar managen. Also, das dann mal verstauen. Die eine Säuregranate verstauen. Brandgranaten können wir vielleicht gleich so mitnehmen. Verstaut werden. Kann verstaut werden. Sieht schon besser aus. Ah ja, hier. Kann verstaut werden. So, okay. Ich glaube, dann passt's. Haben wir wieder 5 Plätze frei. Wunderbar. Leute, dann machen wir hier jetzt auch mal Schluss für heute. Und morgen gehen wir nochmal raus. Und da erwartet uns das Grauen. Das Grauen. Na, mal schauen. Hey, mehr Brandgranaten. Nett, nett. Ah, noch mehr Schießpulverzeugs. Ich glaube, ich werde wirklich die Brandgranaten für die Licker, wenn sie kommen, benutzen. Dann haben wir immer noch ein paar für Birkin übrig auf der hohen Kante. Jetzt muss ich mal kurz experimentieren. Das machen wir noch kurz. Wartet mal. Nehmen mal großes Schießpulver und normales Schießpulver. Weil großes Schießpulver ist quasi einfach nur eine größere Menge von normalem Schießpulver. Aber ich mache in jedem Fall eigentlich das Gleiche, oder? Genau. Kann quasi viel oder wenig herstellen. Dann mache ich mal noch viel Säuregranaten. Der Rest wird erstmal wieder verstaut. Cool, 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 cool. Mein Gott, jetzt haben wir viel Säuregranaten. 25. Ja, das ist nicht schlecht. Okay, Leute, cool. Dann ist jetzt aber Schluss für heute. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.